Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, heute haben wir mal was richtig Leckeres auf dem Gabentisch. Ich glaube, aus der Brauerei wird sich schon so oft was gewünscht. Da haben wir auch schon ein bisschen was getrunken von. Die Rede ist natürlich, naja, ihr habt ja schon am Titel erkannt, Riegele. Ja, Riegele, Brauhaus Riegele. Und zwar das Augsburger Herrenpilz haben wir hier mit 4,7% Umdrehungen. Also ein Pilzbier, was ein bisschen leichter ist. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Kommt hier wirklich in diesen, ja, richtig geilen Gebinde, in diesem richtig geilen, mit dieser richtig geilen Aufmachung vom Etikett daher. Ich halte es nochmal rein. Ich glaube, man erkennt es jetzt nicht so gut hier in der Kamera, aber vielleicht so ein bisschen. Das ist alles so chromfarben umrandet. Also einmal das Pferd in der Mitte ist so richtig hier so, ne, so richtig chromfarben. Und hier alles ringsrum leuchtet richtig silbern und das sieht richtig edel aus. Also vom Etikett her könnte man denken, wow, das ist so ein richtig so ein Luxusbier, so ein Edelbier. Also Aufmachung, richtig geil. Hat da Marketingabteilung und Grafikabteilung mal richtig ordentlich was gebracht. Ne? Das ist schon mal, haben sie gut abgeliefert da. Das ist ordentlich. So. So, Kapsel auch bedruckt hier. Ha, sieht dann so aus. Da, ja. Und Pilzbier. Habe ich Bock drauf. Also Flaschendesign. Ja, sieht schon mal gut aus. Machen wir mal auf, oder? So, habt ihr Bock drauf? Ich hab Bock drauf. Ich hab schon wieder Bierdurst. Ich habe heute wieder Videotag. Heute produziere ich ein Video nach dem anderen auch. Und ja, Bier. Ich habe heute schon wieder richtig Bierdurst, Leute. Ja, Wahnsinn. So, wir gucken mal. Entspannungsverdampfung kommt ein bisschen raus, ist ein schöner Auspuff, kann man gut erkennen. Und ich würde sagen, lassen wir einfach mal laufen. So, ich mache mal so einen mittleren Einfang. Oh, ui, oh ja, schön, ich halte es noch mal kurz rein, dass ihr das auch seht. So, müssen wir mal gucken wieder, ne? Ja, ja doch, ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen, wunderbar, welch Wunder. Sieht ordentlich aus. Also das ist wieder so ein Kandidat, der mir Appetit macht. Ne? Und da gucken wir gleich mal nach. 1, 2, 3, naja, so 3 Fingerblume kriegen wir auch locker hin. Sehr voluminös, fein bis mittelporig. Paar Luftbläschen sind drauf. Und was wir auch schon deutlich erkennen, es bleibt richtig ordentlich und lang an der Glaswand haften. Also da sind schon ein paar Proteine drin. Ne? Also hier schon mal, so muss das sein. Ja, sieht gut aus. Sie steht wie eine 1, die Blume. Ich glaube, brauche ich nichts näher drauf einzugehen, oder? 90 Sekunden Standard, aber mal sowas von. Auf jeden Fall. So, ansonsten, wir gucken uns das Ganze mal da im Glas an. EBC-Skala, was soll ich sagen? Ganz klassisch, klassisches Getreidegold. Filtriert. Sieht sehr saftig, sehr deep aus. Zumindest, was ich da so erkenne. Überzeugt euch selbst. Ne? Also, das ist schon alles andere als verblasst oder verwässert. Das ist schon schön kräftig von der Farbe her. Und auch schön deep geht es rein, dementsprechend saftig. Ja, und Karbonisierung per Longe, wie sieht es da aus? Naja, da sind wir so ein bisschen heute auf dem gemütlichen unterwegs, perlt also nicht ganz so stark ab. Ne? Aber ich hoffe immer, dass die Kamera das einhält, einfängt. Einhält, einfängt, meinte ich. Einfangen tut. So, ja. Also, es ist erstmal okay. Freunde, also, ich glaube, ja, ja, logisch, oder? Komm. 6/5/6 möglichen Punkten. Krone-Bewertung für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde, es macht einen Appetit, oder? Wenn ihr Bier duscht habt, dann läuft euch das sabbert doch. Das fängt doch an zu sabbern auch, ja? So, hier, jetzt müssen wir anschnuppern. Mal sehen, was das Bouquet so von sich gibt. Oh, hei. Und das wird was Leckeres, das weiß ich jetzt schon. Bouquet technisch her, also das ist schon wieder eine Hopfenfloralität und ich erschnuppere jetzt schon wieder. Aromaspitzen. Meistens, wenn es so schon duften tut, schmeckt das auch so. Meistens. Oh, wunderbarer Aromahopfen mit drin. Ja, da merkst du auch, dass es ein qualitativ hochwertiges Bier ist. Ne? Das erkennst du schon vom Bouquet her, du. Da sind wir schon mal weit vom Industriestandard entfernt, was man sonst so kennt. Ja, auch durchaus ein bisschen Würze ist da drin. Das ist also nicht nur eine Floralität, so Hopfenfloralität, sondern du hast auch wirklich so eine Würze noch. Ich gehe mal so weit, das ist sogar so eine pikante Würze, die so ein bisschen ganz leicht pfeffrig auch so noch endet so da drin. Ne? Das ist so ein bisschen. Und dennoch nimmst du auch im Hintergrund noch so eine leichte Lieblichkeit wahr. Das wird jetzt richtig krass spannend werden, was da uns jetzt geschmacklich, ja, als Highlight, sage ich mal, auf der Zunge erwarten wird. Weil davon gehe ich tatsächlich aus. Müssen wir probieren. Ja, tut mir leid, ihr kennt das, Bohrmaschine. Also,
Auf euch zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss, genau. Ja, so schön. Freunde, das ist wieder so ein Bier. Das ist wieder so ein Bier. Das macht einfach Freude. Da geht das Bierherz auf. Das ist wieder so, wo ich sage, so wow, was für eine Qualität, was für eine Textur, was für eine Rezeptur. Das macht erstmal Spaß zu trinken. Allein nur beim Antrunk, da nehme ich nochmal einen zweiten. Ja. Komm, fangen wir an. Attribute. Gemütlich oder dynamisch? Ich glaube, erklärt sich von selbst gemütlich, aber sowas von, Freunde. Für ein dynamisches Bier ist es einfach zu schade, weil dann würdest du es wegächsen, du würdest es auch schnell runterschlucken oder was und dann gehen diese ganzen fein, wirklich leckeren Nuancen verloren und das will man ja nicht. Deswegen ganz klar, gemütliches Bier, kleinere Schlucke nehmen, bisschen Temperatur auf der Zunge anziehen lassen und sich dann wirklich erfreuen an diesen tollen Nuancen, die da noch nach vorne kommen. Und da gibt es wirklich einige. Und das möchte ich jetzt, da bin ich jetzt noch unsicher, das will ich jetzt kurz nochmal mit dem dritten Schluck mal kurz absichern. Ja, also schwierig. Es ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Es ist, also ich würde sagen, es sind aufbauende Nuancen und Aromen und nicht parallel verlaufende. Aber man könnte jetzt vielleicht auch denken, okay, die verlaufen parallel. Ich weiß es nicht so genau. Es ist schwierig, weil einfach so viele leckere Aromaspitzen auf einen zukommen, dass ich das schlecht einschätzen kann, wie viel Prozent jetzt, wisst ihr, was ich meine, ja? Also ist das eher aufbauend oder ist das eher parallel verlaufend? Ich bin mal der Meinung, es ist aufbauend. Und dann beginnen wir auch einfach mal mit dem Malzkörper, der sich hier natürlich in seiner ganz klassischen, traditionellen Art und Weise präsentiert. Wir haben hier eine kleine Getreidigkeit, die bringt wiederum Nussigkeit mit und eine ordentliche Würze. Das müssen wir dazu sagen. Also das ist schon wirklich würzig und ich glaube, das ist nicht nur alleine der Malzkörper, sondern ich glaube, der Hopfen, der steuert auch eine ganz gute Würzigkeit mit zu. Und diese Lieblichkeit, die man normalerweise von so einem Pilzbier jetzt kennt, die ist hier auch wirklich intelligent, sage ich mal, intelligent eingearbeitet, ja. Also ist richtig geil eingebunden. Das ist jetzt nicht pappesüß, das ist noch nicht mal lieblich, aber trotzdem irgendwie schon, dass es so angenehm ist. Ich würde es als, jetzt nennt mich Poet, zartlieblich bezeichnen wollen, ja. Was für eine Lyrik hier wieder, ne? Also, der alte Biersüffler hier. Nee, Freunde, wirklich, ist so. Zart, lieblich, ja. Also richtig geil eingebunden in die gesamte Rezeptur, das passt. So, und dann hast du dieses, ja, was man natürlich dann kennt, so auch bei einem Pilzbier, ne, da ist ja der Malzkörper nie so großartig ausgeprägt, weil da halt der Hopfen die große Rolle spielt. Und dann ist das ganz geschickt, wie das so ganz sanft wirklich nachlässt. Beginnt dann mit so einer Fruchtigkeit hier ganz klar vom Hopfen ausgehend. Ja, in welche Richtung geht die rein? Das ist so... Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Das ist so ein bisschen, wo mich auch wieder an Drachenfrucht erinnert. Drachenfrucht, vielleicht ein ganz kleines bisschen Peach, also Pfirsich. Und so ganz klein Hauch, so ganz, ganz klein Hauch. Und jetzt kommt das Originelle da dran, dass hier von der Rezeptur diese Würze, die man auch schon am Anfang hat, so dieses, wo ich sage, sogar ein bisschen pikant das Ganze, das überzieht dann auch nochmal so diesen Fruchtkörper. Und dann kommt wirklich das Highlight, was ich bei einem guten Pilz auch erwarte. Das ist der Hopfen und der präsentiert sich hier wirklich in einer wunderbaren Hopfenfloralität. Leichte Blumigkeit, leichte Grasigkeit, auch alles perfekt eingebunden. Ja, und der gibt nochmal so, das ist schon pikant, ne? Der Olli wird bestimmt wissen, was das für ein Hopfen ist, der so, ja, so gewürzt ist. Ist das richtig gewürzt? Der ist wie Pfeffer. Ja, also... Aber richtig geil. Richtig geil. Oh, Freunde, das ist schon wieder. Uff, das ist schon wieder ein Bier, ey. Oh. Nee, fantastisch, Freunde. Ich kann nicht anders. Ja, das ist wieder Hedonismus. Das ist wieder materieller Hedonismus hier.
auf ganzer Linie. Ja. Also da ist ja wirklich kein Fehlaroma drin. Alles perfekt eingebunden, sowohl Rezeptur, die ist einfach richtig absolut qualitativ hochwertig, hat sich einer Gedanken gemacht. Die Textur selbst ist auch genial, schön cremig. Ach, das läuft runter wie Öl und du hast so einen Nachhall beim Abgang. Wirklich geil. Von daher, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Mir bleibt ja Janusz Standret übrig. Krone-Bewertung. 6 von 5, / 6 möglichen Punkten. Und damit haben wir wieder mal einen neuen Listenkandidat, der natürlich jetzt in die Liste 2022 noch mit reinwandern wird, wobei wir die Pilzbiere ja noch nicht haben. Ja, die müssen wir erstmal noch sortieren. Aber das ist ein Kandidat, das ist ganz klar. Der kommt da mit rein und das auch verdient, wirklich verdient. Weil von Anfang bis Ende luxuriöses Etikett, eine beliebte Brauerei, Optik, Ästhetik, fantastisch, vom Geruch fantastisch und auf der Zunge im Mundraum auch fantastisch vom Geschmack. Da ist ja wirklich alles richtig. Also ich sag mal, ein Bierliebhaber, der wird mit diesem Bier absolut seine Freude haben und der wird auf jeden Fall auch seinen Gästen das anbieten können und die wollen mehr haben. Die sagen, hier, hier, zapf mal das nächste, wa? Also dann auf jeden Fall, du. Komm, dann nehmen wir nochmal einen hier, oder? Das können wir uns mal heute nochmal erlauben, hier auch. Ja, mich würde mal interessieren, wie die das da machen da. Haben die da auch einen Biergarten, dann saufen die das da weg oder wie? Dann ist doch voll die Stimmung da, oder? Bei denen. Bei so einem leckeren Bier muss ja da voll die Post abgehen. Cheers. Ich finde dieses Kräuterige, dieses Pikante da auch drin. Also das werde ich auch gleich bei Antep so eintragen. Pikant. Ja, das ist schon. Ja, ist gut. Freunde, das war's gewesen mit diesem Biertest. Sensationelles Bier. Ich empfehle das auf jeden Fall. Biersüffler gibt eine Empfehlung raus. Und ja. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Biertest wieder. Bis dahin, ciao, der Biersüffler.